What's up, Fan Primus Family? Bevor ihr gleich das Video anschaut, habe ich eine kleine Bitte vorweg an euch. Bitte, bitte, bitte geht hier unten auf den Link und abonniert einmal jetzt meinen Instagram-Account. Denn auf Instagram laufen Gewinnspiele, auf Instagram laufen auch Umfragen. Und zwar möchte ich von euch wissen, welche Stadion-Vlogs und welche Mannschaften ich als nächstes besuchen soll. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir auch auf Instagram wachsen. Deswegen bitte, bevor ihr weiterklickt, einmal Instagram abonnieren. Das wäre mega, mega geil von euch. Wir könnten uns noch besser vernetzen. Des Weiteren immer wieder abonniert bitte auch YouTube. Ganz wichtig, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen neue Vereine einschließen. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auch über Instagram supportet. Und nun geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Es ist ein richtig geiler Vlog gewesen. Es war ein absolutes Kellerduell, Abstiegskampf, Dramatik pur. Let's go. Hertha BSC gegen VfB Stuttgart. Es war einfach ein Fest. Euer Fan Primus. What's up, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadion Vlogs hier bei Fan Primus. Ich bin gerade wieder auf dem Weg in die schöne Hauptstadt Berlin. Ich werde heute zum Abstiegskracher zwischen Hertha und dem VfB Stuttgart hingehen. Für beide Mannschaften, für Hertha noch viel mehr, schlägt wirklich fast die letzte Stunde. Das wird sehr, sehr krass, das Spiel, weil Hertha muss diesmal gewinnen. Es gibt nichts anderes außer einen Sieg. Ich glaube, wenn die heute das Ding nicht gewinnen, dann glaube ich auch nicht mehr, dass sie in der ersten Liga bleiben. Und Stuttgart kommt natürlich hierher, hat gerade das DFB-Pokal-Halbfinale verloren, knapp verloren, und möchte natürlich hier nochmal 3 Punkte im Abstiegskampf holen. Ich bin gespannt, wie viele Stuttgarter nach Berlin kommen werden. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal nach Berlin. So Leute, da sind wir vorm Hertha Fanshop. Ich hoffe natürlich, dass das hier nicht schon Zeichen für heute ist, denn hier sind die Lichter schon aus. Ich hoffe natürlich, dass die Lichter hier wieder angehen. Aber ich bin einfach zu früh. 9 Uhr. Hier könnt ihr mich sehen. Komplett in Berliner Farben. Also, macht das Licht in Berlin wieder an, Leute. Good morning in the morning, Berlin. Boah, ist das heute grau hier. Aber es ist zum Glück nicht so kalt. Ich kann ganz entspannt ohne Jacke rumlaufen. Also voll easy entspannt. Hinter mir der Bahnhof. Ich gehe jetzt wieder frühstücken. Und dann gucke ich mal, was heute so anliegt bei mir. So, mal by the way. Also ich gefühlt, seitdem ich Stadion-Vlogs mache, ist diese Baustelle da hier. Vom Reichstag-Gebäude. Keine Ahnung, wann sie diese Baustelle endlich mal fertig haben, aber es ist gefühlt wirklich, seitdem ich vlogge, ist da irgendwie immer Baustelle. Also entweder ist das neu oder ich bin super blind jedes Mal. Ein Bud Spencer Museum. Wie geil ist das denn bitte? So, am Alexanderplatz. Natürlich nicht ganz, da hinten ist der Alexanderplatz, aber hier beim Alex bin ich heute mal, um einfach hier jetzt mal im Espresso-Haus mal was zu trinken, was zu essen. Heute probiere ich das mal aus. Mal schauen, ob das dort schmeckt. Mal gucken, wie die Preise sind. Ich glaube, brutal hoch, aber ist egal. Da gehe ich jetzt hin. Und da bin ich gerade. Leute, schaut euch das Ambiente hier bitte an. Wie geil ist das hier denn? Und wir haben hier sogar Freunde mit dabei. Hier fliegen einfach Vögel rum, mitten im Laden. Da, guckt euch das an, da. Kennt ihr aus meinem letzten Video. Geil. So, heute gönne ich mir mal Folgendes. Wieder mal ein Croissant mit Gute Käse. Und irgendwie so ein komisches Getränk, habe ich noch nie probiert. Charité Red, Rooibos-Tee mit Passionsfrucht, biologisch angebaut. Keine Ahnung, guck mal hier unten. Das finde ich ja übertrieben geil.
einer der geilsten Orte, finde ich auch in Berlin, ist das Sony Center. Sieht einfach so mächtig krass aus, aber aktuell absolut eine komplette Baustelle, wo man einfach nichts sieht außer Schutt und Asche. Aber wenn das hier fertig ist, wird das wieder richtig mega und das Dach ist einfach wirklich sexy. Leute, beim letzten Hertha-Vlog war das hier alles noch voll mit Hertha-Fans beim Fanmarsch gegen Werder Bremen. Heute leider, leider komplett ohne. Düster bei diesem Wetter, es regnet hier. Echt crazy, aber sieht natürlich viel geiler aus, wenn Hertha-Fans hier sind, als wenn es so leer ist. Junge, Junge, was ist das bitte für ein geiler Döner? Boah, guck ich den an. Monster. Alter, was ist das für ein geiler Döner, ey, der schmeckt so lecker. Ohne Witz, locker 10 von 10. Was für ein krasser Döner, der bricht komplett auseinander. Wahnsinn. Da vorne ist Felicios Community Fan-Treffen. Ich gehe da jetzt hin, schau mal an, wer da so rumläuft. Und wir treffen gleich Ibo da vorne. Das wird geil. Mitten in der Community, im Community-Treffen, trifft man einfach zwei Hammer-Menschen. Einen wirklichen Hammer. Hammer-Graphics verlinke ich unten. Rauf da, abonnieren. Und Ibo kennt jeder. Verlinke ich unten. Rauf da, abonnieren. So, was sagt ihr heute? Ich sag 1-1. Warte, das schneide ich noch mal raus. Wir machen doch mal. Was sagst du heute? Ich sag 3-0 Hertha. Super, geil. So, Ibo? Sorry, 3-1 Stuttgart. Okay, warte, wir müssen noch mal schneiden. Ibo, was sagst du heute? 3-1 Hertha. Sehr gut. Das passt. Nee, also ich werde heute keine Ergebnisse gegen Hertha akzeptieren. Auch nicht von Stuttgart-Fans. Ich mach das so lange, bis sie da nicht. So, ich filme hier noch ein bisschen, dann gehen wir gleich ins Stadion. Ihr wisst, wie es geht. Abonniert Fanprimers, abonniert Ibo. Ja, lasst ein Like da und einen Kommentar. Guck mal, wie viel Liebe hier unter Vloggern ist. Das ist geil. So muss das sein, Leute. Nicht immer nur Hass. Bis gleich. So, wieder immer auf der Suche nach neuen geilen Fans. Jetzt habe ich hier wieder einen. Hallo. So, mein Freund, was tippst du heute? 2-1 heute. Er tippt wie ich. 2-1. Das hatten wir schon mal. Ja. Wenn die Leute wie ich tippen, dann passt das. Dann kommt das Ergebnis. Heute kriegen wir es hin. Tipico ist auch. Heute kriegen wir es hin. So muss sich das anhören, Leute. Genau so muss sich das anhören. Das sind Fans. Jetzt habe ich wieder jemanden gefunden, der darf nie in einem Hertha-Blog fehlen. Aber es gibt eine Änderung. Und zwar, er hat heute die Haare schön. Moin, Männers. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, Tobson hatte die Haare nicht gezeigt und hat gesagt, bevor ich die Haare zeige, ne, wird jemand anders gewinnen und so ist kaum. Aber heute zeigt er die Haare. Was glaubst du heute? Ja, ich gebe keine Prognose ab. Wir wissen alle, um was es geht, ganz ehrlich. Und es sind uns, also wirklich. Und wenn wir verlieren, ist nicht egal, aber. Ja, denn dem halt in die zweite Liga als Hertaner muss man da durch und das ist halt so. Männers unterstützt ihn, supportet ihn, geilster Typ. Guck mal, jetzt mache ich wieder wie so ein Reporter. Sie geben keine Prognose ab, okay, ein Ergebnis reicht? Schwierig. 1-0, komm. Also habe ich doch jetzt eine Prognose. Aufgrund, einfach mal ein Blackout 1-0. Aber ey, sag mal, ey, Ladies, schreibt mal unten in die Kommentare. Wie sexy sieht er eigentlich aus mit den Haaren? Na, Regen ist ein bisschen kaputt. Egal, sieht gut aus. Also 1-0, bisher habe ich nur Tipps für Hertha gehört. Bin mal wirklich gespannt. Ich sage euch auch gleich noch meinen Tipp. Nach dem Community-Treff gehe ich jetzt ins Stadion. Es ist schon mega voll hier. Die Euphorie ist wieder groß. Kommen wir kurz ein paar Fakten. Hier oben ist die Tabelle eingeblendet. Ich tippe heute auf jeden Fall auf einen 2-1-Sieg für Hertha. Die müssen gewinnen. Wenn die ein Spiel jetzt nicht gewinnen, wird es eng. Und ich komme gleich nochmal zu dem Fakt, wenn ich drin bin. Ich muss jetzt erstmal da durch, weil es schon ein bisschen spät ist. Bis gleich. Also unfassbar, immer wieder von außen das Olympiastadion. Das ist einfach so geil. Hier auch mit Boateng. Einfach sehr geil. Und wir gehen wieder hier lang. Da sitzen wir heute. So Leute, wir sind da, wir sind da. Ich glaub's nicht.
Yeah! Stuttgarter Fans sind da. Ostkurve füllt sich. Hammergeiler Ausblick wieder. Das ist mein heutiger Platz. Wieder mal genau Mittellinie. Alles hier im Blick. Also, was heute richtig krass wird, ist, dass die Karlsruhe-Fans super mit den Hertha-Fans kombinieren, aber mit Stuttgart halt überhaupt nicht. Und Karlsruhe und Stuttgart können sich gar nicht leiden. Von daher ist es natürlich sehr interessant, heute zu beobachten, was hier passiert. Denn ich glaube, es sollen 25.000 Karlsruhe-Fans hier noch sein. Das wird schon mega krass. Was für ein schöner Anblick, dass die Ostkurve endlich mal da ist und nicht wieder zum Spielbeginn erst beim letzten Video da war. Okay, Hertha Fans, es gibt kurze Zeit zum ersten Mal richtig laut zu werden im Berlin-Nürnberg-Stadion. Schön, dass ihr alle da seid, und egal wie hart die Zeit sind, let's go. Hertha steht auf für unser Team, die Mannschaft von Hertha! Kommt schon mal sehr groß auf aus der Stuttgarter Kurve. Crazy. Kommen wir ein bisschen zur Spieltagsanalyse. Hertha, letzter Platz auf Platz 18. Letztes Spiel grauenhaft gespielt. Und Stuttgart auf Platz 16. Aber auch schon 6 Punkte weg. Das heißt, Hertha muss heute Pflichtsieg. Wir müssen heute gewinnen. Überhaupt noch spielen. Auf Delegationplätze zu bekommen. Und Stuttgart kommt natürlich mit neuen Trainer. Der Ludwig, seitdem er in Stuttgart ist, etwas bewirkt hat, den Verein tick besser gemacht hat. Also es ist keine einfache Aufgabe heute für Hertha, aber wie gesagt, für trotzdem 2-1 für Hertha. Von daher mal schauen, was passiert. So, die Stuttgarter gehen zu ihrer Kurve und heizen sich ein bisschen ein. Vincent Girassi. Mit der 10 Thiago Thomas. Die 17 Genki Hamaguchi. Okay, der Auswärtsblock ist absolut voll, komplett voll. Ostkurve auch komplett voll. Wir können uns hier wieder auf ein stimmungsvolles Spiel freuen. Wahnsinn, was da wieder los ist in der Kurve. Crazy. Ich würde es sehr schade finden, wenn diese Fans in die zweite Liga gehen. Das geht gar nicht, das passt einfach nicht. So, die Stuttgarter haben eine ganz klare Botschaft. Berliner, Brandenburger, Hakaner, hier kommt unser Team, die Hertha! Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, lebe nicht, nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, lebe nicht. Nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir nicht. Nur nach Hause, nur nach Hause, gehen wir nicht. 31. Spieltag, Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart, gleich geht's los. Schaut euch das mal an, was ist denn da los? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und schaut euch das Fahrenmeer an aus dem Gästeblock. 5 Minuten gespielt, bisher immer noch ein lockeres Abtasten beider Mannschaften. Beide wissen, worum es geht. Keine Mannschaft will hier einen
Rückstand geraten. Von daher lockeres Abpassen. Aber jetzt eine Chance für Stuttgart. So Leute, 32 Minuten gespielt, für mich führt Hertha verdient, hatten auch die besseren Chancen bisher, aber wie gesagt, das Spiel geht 90 Minuten, jetzt müsste Hertha noch ein zweites Tor nachsetzen, um das Ergebnis ein wenig zu festigen. So Leute, es steht 2-1 für Hertha, mega, mega geiles Spiel, viele Tore, Stimmung ist übertrieben gut und ich finde auch verdient, dass Hertha hier das 2-1 gemacht hat. Die hatten die besseren Torchancen, die wollen mehr als der VfB. Der VfB hatte keine großen Torchancen, von daher bin ich gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Wenn es so bleibt, ist es mein Top-Tipp. So Leute, die zweite Halbzeit beginnt hier im Olympiastadion. Wieder mal beide Fanlager, mega laut. Und wir haben jetzt noch 45 Minuten Zeit, hier noch ein paar Tore zu sehen. Let's go. Oh. So, Stuttgart übernimmt hier so ein bisschen das Spiel, gerade aktuell. Sind deutlich mehr im Ballbesitz nach der Halbzeit. Aber jetzt vielleicht der Konter von Hertha. Aber ganz besonders natürlich bei euch. Noch nicht.
Also was hier gerade abgeht, ist Wahnsinn. Hertha führt noch 2-1, der VfB Stuttgart kommt immer näher. Das wären noch ganz krasse 8 Minuten plus Nachspielzeit. So, die letzten Minuten laufen hier im Olympiastadion. Hertha macht das einfach gut. Verwalten das Ergebnis. Stuttgart ohne eine Idee. Das ganze Olympiastadion singt. Hertha BSC wird es immer sein. Hertha BSC. Die letzten Minuten, Sekunden laufen. Was für ein wichtiger Sieg der Herthaner, wenn es dabei bleibt. Unfassbar wichtig. Leute, genießt es, das ist Wahnsinn. Hertha BSC wird es immer sein. Hertha BSC. Wieder in der Hand. Hört euch das an.